Willkommen, meine Damen und Herren, zu einem weiteren CSGO Overwatch. Mal wieder auf das 2. Es ist ja fast eine nette Abwechslung. Guckt mal da. Heute ohne Facecam. Ich bin etwas in Eile und muss gleich los. Oh, voll reingeschisselt. Und da wollte ich jetzt nicht noch alles hier anschmeißen. Ich muss ja immer die ganzen Lichter und Pipapo anmachen. Und hast du nicht gesehen, Kamera einstellen. Jedes Mal, weil sie sich einfach immer verstellt. Das ist der Wahnsinn. Der Weißabgleich verstellt sich immer. Naja. Da war er ganz gut drauf, aber ich würde sagen, dass... auf einmal eben da gar nicht mehr. Wie so eine Kartoffel. Ja, gucken wir mal, was er so treibt. Letztes Overwatch hat euch sehr gut gefallen. Ich habe ja wieder meine Kräfte ausgepackt und den Menschen analysiert, der da spielt. Ich mache das heute auch wieder und heute sehe ich doch einen sehr, sehr jungen Menschen am Spielen. Schaut euch mal das niedrige Crosshair Placement an und auch die Moves so an sich. Denkt dran, er ist ein Team. Ja, das war sehr merkwürdig. Was war das denn jetzt gerade eben? Es schien wie ein Demo-Fehler. Ich habe den endgültigen Schuss gar nicht mitbekommen, wie er dem in die Fresse geschossen hat. Naja. Ja. Eine ganz, ganz junge Person. Fürchterlich junge Person. Ja. Lass mich mal ein bisschen gucken. Warte mal. Also männlich auf jeden Fall, ganz klar. Natürlich auch, wartet mal. Da ergeben sich doch ganz neue Geschichten. Nee, also auf jeden Fall männlich. Und ich würde sagen, nicht älter als 10, eher darunter. Was für Menschen müssen diese Eltern sein, die so ein kleines, junges Kind noch spielen lassen. Ich glaube, ich lege mich auf 9 Jahre fest. Das scheint nach 9 Jahren auszusehen. Ja, doch, tatsächlich. Guck mal hier, er hampelt da hoch. Also es wirkt fast so, als wüsste er vielleicht so minimal, wo er ist. Da hat man eben gesehen, dass der Wallhack wahrscheinlich am Schlüssel ist, so wie er genau mit dem Gegner auch runtergegangen ist. Er weiß also, wo der Gegner ist. Er weiß, wo er sich befindet. Er hat erst nach oben geaimt, als er hochgehoppelt ist und auch wieder nach unten, als er runtergesprungen ist. Somit haben wir hier ganz klar den Vision Assist confirmed. Ein 9-jähriger Wallhacker. Wahnsinn! Leute, wo hat er die Cheats her? Von seinem Vater? Von seinem großen Bruder? Seiner großen Schwester? Man weiß es nicht. Wahrscheinlich irgendwelche Free-Cheats. Damit sollte er nicht allzu lange überleben, wenn Wagner wieder losgelassen wird. Müsste er eigentlich wirklich innerhalb von einer Trillisekunde destroyed sein, der kleine Kackboy. Wir gucken mal weiter. So, also er weiß ja jetzt, dass da jemand steht. Denkt dran, 9-Jähriger wahrscheinlich gerade fertig mit Minecraft und will halt eine Runde CSGO spielen. Kennt jeder. Beziehungsweise vielleicht eben auch fertig mit Fortnite geworden, man weiß es nicht. Wahrscheinlich Minecraft und Fortnite simultan auf Laptop und Rechner gespielt. Und jetzt muss er halt mal wieder ein bisschen durchatmen, so ganz locker durch die Hose mit seinem Wallhack. Und ein paar Leute klatschen, weil er halt in Minecraft und auch bei Fortnite nicht viel drauf hat auf der Kette, außer Zahnbelag. Ne? Guck mal, wie er sogar auf seine Mates drauf, ey. Ein Frechdachs. Es ist nicht nur ein 9-jähriger Sack, sondern auch ein frechdachsiger 9-jähriger Sack. Boom. Ha. Es ist natürlich echt eine... Es ist lachhaft. Es ist wirklich lachhaft. Es ist ja auch... Ich meine... Wow. Es ist schon ziemlich obvious. Also auch gerade jetzt vorhin diese Situation eben hier halt, ne? Dass er da hoch und runter aimt, so wie sich der Gegner bewegt. Es ist jemand... Es ist ein Kind, das auf jeden Fall weiß, hey, der Account ist dann weg. Ne? Also sobald ich im Overwatch bin, beziehungsweise, ja, Wagner mal wieder so seine Runden zieht, ist der Account weg. Warum? Gut, ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass sein Bruder oder seine Schwester, ja, mit deutlich gehobenerem Alter, ihm vielleicht einen Streich gespielt hat und er jetzt den Account fisten will. Das ist natürlich möglich. Ist möglich. Und dann auf jeden Fall auch ein guter Weg, um das zu tun. Aber halt echt ultra fies. Also ich erinnere mich da jetzt ohne Flachs, Leute, an eine Tat. Oh. Mein Kumpel hat seinen Steam-Account mal verloren, also er wurde gehackt, beziehungsweise er hat ihn eben öfter auch an Freunde verliehen. Und einer dieser Freunde oder... Ich weiß nicht mehr, wie genau die Umstände waren, aber ja, er hat auf jeden Fall auch einen Bann bekommen, weil eben Externe dann auf seinem Account gehackt haben. Natürlich kann das auch einfach gesagt, also dahingesagt worden sein, aber ich habe ihm da irgendwie vertraut. Ich weiß gar nicht warum, er ist einfach kein Cheater, ne? Macht sowas nie, also gebt niemals anderen Leuten euren Account, niemals. Egal, ob es jetzt eure Familie oder sonst, macht das nicht. Ihr wisst nicht, was euer Vater abends da treibt am PC, ne? Nachher hasselt er euch in einen kleinen Bannerino rein. Ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also es gibt Leute, die teilen sich Steam-Accounts auf Goodwill, auf Vertrauen. Ne? Soll man es halt machen, aber ich würde es niemals machen. Niemals im Leben würde ich irgendjemandem meinen Steam-Account geben. Nicht nur also es ist einfach schon so ein... Es ist ein grundfester Bestandteil. So was macht man einfach nicht, ja? So jemand auch niemandem... Na gut, Skins ist wieder was anderes. Das würde ich vielleicht sogar noch jemandem, ne? Wenn Beryl Frick oder sowas, würde ich ihm ja sicherlich was rüberwursten. Aber ja... Aha, jetzt ist er sogar noch hier am Griefen, der kleine Kackvogel. So, so. Nicht nur noch am Hacken, sondern auch am Griefen. Alles klar, ich verstehe schon. Kleiner
Furz. Da bekommt er natürlich ganz klar noch den Grief reingedrückt. Also er wird so oder so ge... Boah. Wahrscheinlich provoziert er ihn, weil er halt seine Stimme gehört hat, ne? Und gehört hat, dass es ein kleines Kindchen ist. Und bei sowas rasten Kinder halt auch instant aus. Also können instant ausrasten, je nachdem, wie ihr Nervenkostüm so gestrickt ist. Und das ist bei Kindern meistens sehr dünn. Ja, die haben ja Nerven wie Nudeln. Okay, sieht ja gar nicht so übel aus, was der Rest des Teams macht. Achso, wir sollten mal in die Stats reingucken vielleicht. Warte mal kurz, kleiner Mann. Oh, mach mal den Hold. Schauen wir mal, 21, 2, 11, 13, 9, das sieht eigentlich so aus, als wenn er der Einzige wäre, der am Wursten ist. Es gab mal eine Zeit, als Trust noch recht frisch war, da hat man richtig gesehen, wie das Trust arbeitet. Also wie es einfach alle Cheater zusammensteckt und die Lobbys zum Großteil aus Cheatern bestehen. Ho, 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 ho. Ja, aber das ist irgendwie nicht mehr der Fall oder nicht mehr so arg. Krass, wie er dann auch auf den Boden aimt, das ist Wahnsinn. Das ist aber nicht sein Ernst, oder? Dieses Cr- Ich meine, ich verstehe es nicht, wie spielt man so? Er ist so hart auf dem Boden aim, das ist der Wahnsinn. Was hat er dann vor, mit den Feinden anzutun, wenn sie vor ihm stehen? Einfach die Füße zerkrüppeln oder wie? Mal gucken, was er mit dem Anker macht. Ne? Der wartet, der hat Angst, der weiß Bescheid. Würde ich hier eigentlich auch sehen, wenn es Bots sind? Ja, das würde ich sehen. Das würde ich angezeigt bekommen. Also, Bots heißen jetzt ich auch einfach nur so Anker und das war's. Ah, ich könnte es am Ping sehen. Ah, ja, blöd, der Bomb. Gucken wir mal. Der steht ziemlich fest hier. Oh, jetzt hört er ihn. Achtung. Wahnsinn. Was war das denn? Wo hat denn Suspect eben hingeschossen? Hat er noch einen Step gemacht dann? Letztendlich beim Schuss und hat deswegen komplett veraimt? Möglich. Es ist möglich. Ah, die Musik jetzt. Ich nehme an, man hört sie jetzt, oder? Es ist ein ziemlich lauter Teil des Liedes. Na, es wird trotzdem noch welche geben, die sagen, ich höre es nicht. Taubend ist halt einfach. Oh, hinter ihm ist noch einer. Den hat er natürlich gesehen, durch die Wand. Ja, klar. Kleiner, neunjähriger Vogel. Wie wird er heißen? Wahrscheinlich Kevin. Ich nehme an, dass er Kevin heißt. Ich gehe davon aus. Oh. So, sagt Lust. Es geht alles noch weiter. Auch wieder ein recht langer Fall. Wir hatten noch zwischen... Ich glaube, genau die Zeit, wo ziemlich viele Hacker in einer Lobby waren, wo sie gefangen wurden von Trust. In der Zeit waren die Videos auch sehr, sehr kurz. Also die Overwatches waren immer nur 4 oder 5 Minuten lang und dann waren sie schon rum. Wohlgemerkt im Matchmaking, nicht Wingman oder sowas. Die Wingman-Dinge waren ja alle samt recht kurz, die 3 Stück, die ich hatte. Was macht er jetzt? Ich dachte, er schießt wieder auf seinen Mate. Ja, naja, was soll man noch großartig sagen? Wie gesagt, Aim Assist ist drin. Grief bekommt er auch noch gedrückt und... nicht Aim Assist, Vision Assist meine ich. Und Grief bekommt er auch gedrückt und das war's. Vielleicht ist er sogar noch ein kleiner... Naja, oh Gott, ich kann mir das bei ihm nicht vorstellen. Er hat so ein scheiß Crosshair Placement und spielt auch dementsprechend. Juckelt er halt dann rum und zielt dann auf... Also ich denke, es ist aber wahrscheinlich auch niedrigste, unterste Elo hier, was er da treibt. Oder mit den Leuten, mit denen er da rumdödelt. Die werden ziemlich niedrig sein. Und da hat man halt dann auch genug Zeit, auch mit einem Kack-Aim, dann noch irgendwas gebacken zu bekommen. So, Vision Assist und Grief bekommst du gedrückt, du kleiner Hanswurst. Neunjähriger Kackvogel, ihr wisst Bescheid. Vielen, vielen Dank. Gestern habt ihr es ja ultra gewurstet. Ihr habt, glaube ich, die 100 Daumen gestern voll gemacht auf das gestrige Video. Ich weiß nicht, warum jetzt speziell gestern. Das war ja eigentlich, war glaube ich, ein Matchmaking, war an sich nichts Besonderes. Ich glaube, da habe ich jetzt noch nicht großartig irgendwie Titel- oder Thumbnail-technisch reingekloppt. Naja. Aber ja, vielen, vielen Dank dafür. Danke, danke. Und es gibt natürlich noch eine Kleinigkeit für euch. Ich muss jetzt mal gucken. Die Dinger haben alle diesen 7-Tages-Bann. Wann kam denn da was rein? Warte mal gucken. Wir machen jetzt einfach hier so eine Ding. Wo ist denn diese Ultra? Ach genau, eine Crimson. Eine Crimson Tsunami. Geht raus an denjenigen oder an die, die jetzt noch da sind. Einer hat die Chance zu gewinnen. Schreibt einfach, wie euer heutiger Tag so verlaufen ist. Also was so, was euch gefallen hat, was nicht und hin und her die Rumlarum, ja. Haut rein. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns dann wieder morgen im nächsten Video, dann auch wieder mit Facecam, nehme ich an. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.